Marc Jahre schlägt auf, der Linkshänder vom CVDM runter Asbach. Im Doppel war er, soweit ich das mitbekommen habe, hier schon im Halbfinale. Da hinten findet übrigens im Moment das Finale statt zwischen seinem Vereinskollegen Yannick Belsch an der Seite von Christian Friedrich. Das gibt's als Stativaufnahme mit dieser Kamera hier. Auf YouTube, Reinhard Steinbrecher. Sofort. Wilhelmsdorf 2017 SA Doppelfinale. Fünf steht's hier bei Marc Jarosch. So, und jetzt kriegt ein bisschen Eis in Hand, bis drauf ankommt. 4 bis 5 Fehler in Serie. Schade, 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 da war viel drin. Müsste der 5. Satz sein. Ich habe gerade nicht in den Monitor geschaut, sondern auf das Doppelfinale hinten. Aber die haben ja auf jeden Fall die Seiten gewechselt, da kann es nur der Entscheidungssatz sein. War das der 5. Mark? Ja, muss ja. Sonst gibt es ja keinen Seitenwechsel. Also ein bisschen schade. Da war er bis zum Seitenwechsel noch einigermaßen mit dabei. Und dann 4 Eisenschläge für absolut leichte Fehler in Serie. Vermeintlich leichter, was immer das heißen soll. Und hier gibt es noch ein Halbfinale. Timo Neumann gegen Jonas Scheer. Der hat heute überraschend gegen Michael Mietek von der Friedrich verloren. Der hat sich gut verkauft, gut gespielt. Ist aber jetzt irgendwie nirgends mehr dabei. Aber das, was er gebracht hat, kann er als Pluspunkt für sich abheften. Er lässt sich aufbauen, der ist ja noch Jugendspieler, der hat am letzten Wochenende noch in Erdweg Schwabhausen bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft mitgespielt. Der war vor 2, 3, 4 Jahren ja auch noch, will die mal einen Degen lassen. Also der ist im Kommen.